im verkorksten Verfahren, das eine Zumutung sei. Der Bundestag befasse sich nun mit einem veralteten Gesetz, so Spahn weiter. Der CDU-Chef Friedrich Merz zeigte sich enttäuscht über das von der Ampelregierung vorgelegte Strategiepapier für die nationale Sicherheitsstrategie. Merz nannte das Strategiepapier blutleer und irrelevant. Zudem bemängelte er, dass die Regierung auf die Schaffung eines nationalen Sicherheitsrates verzichtet. Ein solcher Rat könnte in Krisensituationen die Koordinierung der Reaktionen von Bund, Ländern und EU übernehmen. Das, was wir jetzt hier vorliegen haben als nationale Sicherheitsstrategie, ist inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt. Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, diese nationale Sicherheitsstrategie mit den Ländern abzustimmen. Das ist nicht erfolgt. Wir haben wie selbstverständlich erwartet, dass die Bundesregierung ihre nationale Sicherheitsstrategie auch mit europäischen Partnern und dem transatlantischen Bündnis abstimmt. Das ist nicht erfolgt. Wir haben, ich glaube, mit sehr guten Gründen die Bundesregierung spätestens nach diesem Krieg in der Ukraine für veranlasst gesehen, doch einen nationalen Sicherheitsrat beim Bundeskanzler einzurichten, der die Koordinierung im Falle von Krisen zwischen Bund, Ländern und Europäischer Union übernimmt. Auch das ist nicht erfolgt. Dieses, was wir heute Morgen hier als sogenannte nationale Sicherheitsstrategie von der Bundesregierung erlebt haben, taucht allenfalls für die Archive in Koblenz, aber nicht für operative Politik in Berlin. Es ist wertlos, es ist inhaltlos, es ist bedeutungslos. Es wird an keiner Stelle irgendwo die Politik der Bundesrepublik Deutschland beeinflussen. Es ist eine große Enttäuschung, was hier nach monatelangem Gezerre und Streit innerhalb der Bundesregierung vorgelegt worden ist. Die Bundesregierung bleibt hinter den selbstgesteckten Ansprüchen weit zurück. Ratiopharm Ulm fehlt nur noch ein Sieg bis zum ersten Meistertitel in der deutschen Basketball-Bundesliga. Die Ulmer gewannen das dritte Finalspiel klar mit 112-84 gegen die Telekom Basketsbonn und führt die Serie nun mit 2-1 Siegen an. Die Aktiven der Special Olympics World Games Berlin 2023 können sich auf einen großen Rahmen bei der Eröffnungsfeier freuen. Nancy Faeser erhofft sich durch die Special Olympic World Games, die in Berlin ausgetragen werden, Unterstützung für eine zukünftige Olympiabewerbung. Zuletzt fanden die Olympische Spiele im Jahr 1972 in Deutschland statt. Damals war München Austragungsort. Special Olympics an. Was versprechen Sie sich denn von der Veranstaltung für die Stadt oder auch für Deutschland? Was bedeutet so ein großes Ereignis? Also für mich ist es erstmal eine Ehre, dass wir die Special Olympics World Games in Deutschland beheimaten dürfen. Ich freue mich sehr auf die Eröffnungsfeier am Samstagabend, auch im Olympiastadion übrigens. Das ist erstmal eine große Ehre, ein so großes Sportereignis zu Gast zu haben. Aber ich erhoffe mir davon natürlich auch einen Schub für die Inklusion in Deutschland. Ich hoffe, dass viel von dem tollen Sportfest der nächsten Woche und den Wettbewerben in Deutschland bleiben wird, dass es wieder selbstverständlicher wird, dass die Integration, die Inklusion in allen Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten auch funktionieren. In Europa sind manche Länder schon viel weiter als Deutschland. Wir haben da noch Nachholbedarf und deswegen hoffe ich, dass wir davon einen Schwung mitnehmen. Noch eine abschließende Frage dazu. Was kann es denn auch bedeuten, so ein großes Ereignis jetzt zu veranstalten, wenn man im Blick auf eine mögliche Olympiabewerbung in Deutschland nachdenkt? Was kann so ein großes Ereignis dafür bewirken? Jedes Sportgroßereignis, was zu einem Erfolg geführt wird, sei es jetzt die Special Olympic World Games oder im nächsten Jahr auch die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaften Herrenfußball, tragen dazu bei, dass wir ein positives Image bekommen für eine Olympia-Bewerbung. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir das dieses Jahr machen können. Ich glaube, wir können dieses Jahr schon zeigen, was wir in Deutschland herstellen können und dass wir auch fähig sind, Olympische Spiele wieder auszutragen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf 13 Grad und der Himmel ist leicht bewölkt. Am Freitag ist es morgens bewölkt und zum Mittag kann es zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.